Und damit hallo und herzlich willkommen zur 86. Folge des Gothic 2 Let's Plays, wo wir ja hier hinten uns an diesen Typen da versuchen und ich noch keine gute Idee habe, wie ich die schaffen soll, weil da 6 auf einmal kommen oder so. Und wir jetzt noch ein paar Versuche starten mit Auseinanderpullen und so. Und vielleicht kriegen wir es noch hin. Ich weiß auch gar nicht, ob die guten Loot da hinten versteckt haben. Das ist auch so eine Info, die mir fehlt. Deswegen, wir probieren mal ein bisschen was. Ich meine, ich habe nämlich keinen Plan, wie weit verfolgen die mich. Sieht nämlich hier schon mal so aus, als hätten wir es gerade geschafft. Alter, was ist denn los mit dir? Es ist nur noch einer verfolgt, wollte ich sagen. Einmal hoch rein, muss mal kurz schnell gehen. Dann waren es zwar immer noch 3, aber der erste hat einfach übelst viel ausgehalten. Einfach weglaufen, auseinanderpullen. Dass es so einfach wird, hätte selbst ich letzte Folge nicht gedacht. So, jetzt haben wir's. Mann. Nichts zu plündern. Loot haben die wie immer keinen dabei, außer ihre Waffe, die sie auf den Boden droppen. Nichts zu holen. Ja, wo sind eure Waffen? Da. Gut, da fehlt aber eine. Liegt die hier? Sieht das nur so aus? Ja, sie liegt hier, das auch. Das war echt schwer zu erkennen. So, jetzt könnten wir Glück haben, dass nicht mehr ganz so viele auf einmal kommen. Von den 6, dass nur noch 3 kommen, die 3. Ja, werden wir auf einmal machen. Müssen nicht. Der falsche Begriff. Versuchen. Noch 2. 2 schaffen wir. Natürlich. Wechseln. Okay, passt. Eieiei. Da rutschen noch die Waffen wirklich den Berg runter, selbst die hier noch. Dass man sich bei den Waffen dann immer mit dem Loot beeilen muss, das finde ich irgendwie witzig. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. So. Haben wir da das auch geschafft? Und das sogar mit weniger Ressourceneinsatz, als ich dachte. Jetzt müssen wir aufpassen. Ihr wisst, dieser Feuergolem, der kickt einen nach hinten und nicht gerade wenig. War genau so geplant. 1:1, so war es geplant. So, hier hochheilen. Was haben wir hier? Einen Ring. Theoretisch müsste der Ring relativ wertvoll sein. Theoretisch, praktisch will ich mich da aber noch nicht die Hand ins Feuer legen. Erstmal kurz gucken, was hier noch an Loot ist. Weil man hätte ihn nämlich auch von hinten einfach so stehlen können. Schade, dass halt bei dem Ring jetzt wieder nur Ring dran stand. Jetzt muss ich wieder gucken, ob ich irgendeinen Ring habe, der was Gutes ist. Aber wir haben die Ecke geklärt. Das reicht mir schon als Erfolg. So, Ringe. Gucken wir durch. Geschicklichkeitsbonus brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. In der Stärke. Halt immer noch Schutz vor Waffen habe ich an. Ja. Bräuchte man noch einen Ring, der Stärke gibt? Einen weiteren Stärkering? Dann wäre pornös. Aber so. Ist natürlich nicht so geil. So, wir gehen hier hoch, logischerweise jetzt weiter nach oben auf den Berg, wo ich hoffe, einen Drachen zu finden. Da unten ist die Festung. Wir haben, glaube ich, gemeint, auf dem höchsten Berg müsste ein Drache sein.
Und wir sind alle gespannt, ob hier einer ist. Langsam mal ein bisschen vorsichtiger wieder laufen. Eieiei. Der kickt mich ja gleich weg. Guter Drachen. Jäger. Kick mich nicht den Berg runter, bitte nicht. So, einmal kurz angezündet, das geht klar. Eieiei. So, looten. Oh oh. Ich habe den Drachenjäger immer noch nicht gelootet, aber erstmal habe ich die Ecke geklärt. Es war auch überhaupt nicht geplant, dass ich überhaupt pulle. Aber gut, ist jetzt so passiert. Ich finde den Berg ja wieder geil, ne? Das war wieder Spaß, so auf dem Berg hochkämpfen, sowas. Hast du irgendwas Geiles? Nee, nur Scheiße. 39 Gold. Wer braucht denn das? Es läuft nicht gut. Okay, jetzt. Und Level up. Yay. Again. Keine Ahnung, das wievielte Mal. Das 33. Mal, glaube ich. Da ist nichts zu holen. Da aber ist dieses Mal laufen wir nicht den ganzen Weg zurück, um die 12 Lernpunkte in Zweihand zu stecken. Das könnte man euch schön an die Backe schmieren. Wollt mich heilen. Wo habe ich Heilpötte weiter oben? So, nehmen wir mal die. Nein, ich finde auch an sich den Berg hier ganz geil. Also er gefällt mir halt einfach auch nur, weil es ein Berg ist. Ja, und ich sehe schon, da ist definitiv ein Drache. Ihr seht da hinten den Loot. Da. Das ist Drachenloot. Kommen wir hier noch hoch zum Gucken? Nee, leider nicht. Schade. Wäre auch zu schön gewesen. Als zum Illam, was da los ist, aber. Kann ich immer alles haben. Bei dem Drachen wird es auch wieder spannend, ob wir ihn schaffen. Weil ich jetzt selbstverständlich wieder ihn versuchen werde, erstmal zu soloen. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Vielleicht mit einem Golem wieder oder so als Beschwörung. Der Berg sieht definitiv auch anders aus als vorher. Ich weiß auch nicht. Ich hätte ja fast gesagt, der Berg erinnert mich ein wenig an da ist nichts an zu holen. Skyrim, aber. Nichts zu holen. Ich weiß nicht, der Berg hier hat durch seinen Retro-Charme mehr Style als der Skyrim-Berg, wo oben der Drache war. Und natürlich sind Berge mit Drachen ist natürlich immer, ne? Da erfordert es nicht mehr viel, damit ich einen harten kriege. So, da ist der Drache. Und ich würde sagen, wir reden erstmal mit ihm, wie immer, und gucken mal, was er uns so erzählt. Schönen guten Abend. Ich kann es einfach nicht glauben, dass es wirklich noch Menschen gibt, die ihr Leben verwirken, nur um einen leibhaftigen Drachen zu sehen. Ich bin nicht nur gekommen, um dich zu sehen. Ich fürchte, ich hatte etwas Radikaleres im Sinn. Sag jetzt bloß nicht, dass du mich herausfordern willst. Ich werde dir deinen schmalen Hals brechen. Nicht so schnell, mein Freund. Ich trage das Auge Innos bei mir. Du kannst dich meinem Willen nicht entziehen. Beantworte meine Fragen, oder die Qualen werden für dich unerträglich sein. Dann stell deine lächerlichen Fragen, solange du noch kannst.
Deine Macht wird nicht von Dauer sein. Wer bist du? Wer bist du? Mein Name ist Fiomata und das ist auch schon alles, was du über mich erfahren wirst. Wenn ich aus dem Bann des Auges entfliehen kann, wirst du in Flammen aufgehen. Jeder Drache hat auch einen Hort, wo er seinen gesammelten Reichtum lagert. Wo ist dein Hort? An einem Ort, der unerreichbar sein wird für dich, wenn ich die Fesseln des Auges erst einmal los bin. Meinen Besitz habe ich hoch oben auf dem heißen Felsen, den ein Mensch ohne Flügel wie du nur schwer erreichen sollte. Okay. Wie kann ich euren Meister bezwingen? Er ist allmächtig und nahezu unbesiegbar. Solltest du so töricht sein, ihm trotzdem zu begegnen, wirst du einen langsamen und qualvollen Tod sterben. So etwas höre ich nicht zum ersten Mal. Nahezu unbesiegbar heißt nicht, dass ich ihn nicht töten kann. Also raus mit der Sprache. Was muss ich tun? Um meinem Meister die Stirn bieten zu können, benötigst du die Dinge, die er niemals imstande wäre zu erlangen. Und was ist das? Du musst die höchste Rüstung deiner irdischen Gemeinschaft erlangen und sie auf deiner Haut tragen. Du brauchst ein Schwert, welches von deinem Gott gesegnet wurde. Aber die wohl schwierigste aller Bedingungen ist, dass du 5 Gefährten für dich gewinnen musst, die dir in den Tod folgen würden. Erst dann und nur dann kannst du es wagen, dem Meister zu begegnen. Das Auge hat seine Kraft verloren und du wirst den nächsten Tag nicht mehr erleben. Und wie immer, wir verpissen uns, ne? Weil wir erstmal das Ziel haben, zu speichern. In der Hoffnung, dass es den resettet. Wir haben ein paar interessante Infos bekommen. Wir brauchen noch die beste Rüstung. Wir brauchen ein besseres Schwert. Wir müssen definitiv ein bisschen Abstand gewinnen. Damit es den resettet. Wir brauchen ein besseres Schwert. Und wir brauchen 5 Begleiter. Das ist alles sehr interessant. Und wir wissen auch schon, dass wir an seinen Loot so ohne weiteres nicht rankommen werden. Aber töten können wir ihn deswegen ja trotzdem. Also wir können es versuchen. Oder sollte er resettet sein? Hoffe ich. Speichern. So. Und auf geht's zu ihm hin. So, ich vermute mal, wir werden jetzt diesen ganz banalen Versuch starten, wo ich einfach nur hinrenne, versuche ihn zu hauen und gucke, was passiert. Ich vermute mal, dass es wie immer nicht klappen wird. Aber wir probieren es erstmal. Weil nicht, dass es am Ende heißt, hättest du es mal wenigstens probiert. So, speichern und hin. Die Sonne geht auf. Und es ist die letzte Sonne, die du aufgehen sehen wirst, mein Freund. Ja, man sieht schon, ich brauche definitiv. Ein Begleiter. Einen. Also du brauchst halt echt einen, der die Akro auf sich nimmt. Und dann kannst du auf ihn draufschnetzeln. Das muss nichts Großes sein. Habe ich noch einen Golem über? Dann würde ich wieder einen Golem nehmen. Ach, haben wir noch. Hey, sogar hier. Golem, halt. Jetzt haben wir den Golem schon mal. Ich wollte noch Mana-Pette saufen, aber ist auch nicht so wichtig. Komm mal mit hier. Komm mal ran auf den Meter. Super. Bittest du so freundlich sein? Den da hauen? Selbstverständlich das Target gelockt, ne? Und einmal heilen. Ja. Ein guter Kampf sieht anders aus, aber... Nichts. Ah. Echt.
Schlecht, schlecht. Es hätte schneller ablaufen müssen. Wie man jetzt hier schön sieht. Bin noch nicht tot, aber ich kann mich nicht. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Und wir laden neu. Noch einmal hier den Golem. Also der Golem ist schon gut. Das funktioniert mit dem Golem. Wir schaffen das. Es ist das Damage-Problem, das alte. Was wir schon vorher hatten. Ich muss es schaffen, dass er irgendwie so in der Ecke gelurrt wird, dass mir der Schaden quasi fast egal ist. Jetzt kann ich ran. Ich weiß nicht, ob es sinnvoller wäre, rückwärts zu laufen, wenn er das immer macht. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Jetzt ist der Golem auch schon wieder tot. Ich glaube tatsächlich, einen Drachen kannst du nur zu zweit besiegen. Weil, du kommst ja nicht rein, wenn er in diesem Movement-Set drin ist. Kann ich mich quasi auf den Kopf stellen. Ne? Ich komme da nicht mehr ran in diesem Moment. Ist halt auch nicht unbedingt immer hilfreich. Wie ihr seht. Jetzt brauche ich einmal Heilung. Danach ist der Golem tot, wenn ich mich geheilt habe. Oder auch nicht. Sah der Kampf bis jetzt gerade gut aus, aber jetzt ist der Kampf erledigt. Jetzt reckt er sich wieder schneller, als ich den Schaden machen kann. Also jetzt, wenn ich jetzt immer wieder aufstehe und sofort hinrenne. Ne, ihr seht. Das wird so nichts. Aha, das ist... Es ist tatsächlich einfach nur davon abhängig, ob ich es einmal schaffe, genügend Schaden mit meinem Golem zu machen. Dann direkt heilen hier. Man könnte noch anfangen, vielleicht andere Spells mit einzusetzen. Jetzt ist er schon tot. Alter.
Na gut, wir werden noch nächste Folge ein paar mehr Versuche dran setzen, aber nicht mehr diese Folge. Der ist schaffbar, so ist es nicht. Es ist nur eine Frage des, wie schaffe ich den Kampf sinnvoll. Er hält halt einiges aus und vielleicht muss ich noch ein paar Tricks mit mehr Damage irgendwie. Mal schauen, mal schauen. Wir schaffen das. Ich bedanke mich jetzt erstmal soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben, damit ihr mir schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie ein Scheiß und sag mir zum Schluss. Tschö mit Ö.